Wenn du aber heute Unternehmer bist und du bist nicht der Marktdominatrix schlechthin, dann darfst du dir mal die Frage stellen, wo sollten meine Zielerreichung oder meine finanzielle Zielrichtung mal hingehen? Ja, herzlich willkommen. Heute darf ich in meiner Sendung eine spannende Persönlichkeit begrüßen, nämlich Sven Lorenz, den Finanzexperten und Wirtschaftsberater. Herzlich willkommen, Sven. Lieber Christian, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Schön. Ja, ich möchte euch natürlich erstmal vorstellen, warum habe ich den Sven eingeladen? Ganz einfach, da draußen reden alle über finanzielle Freiheit, aber keiner weiß genau, wie das geht. Ja, der Sven schon, und das wird heute im Interview deutlich werden. Er sagt nämlich über sich, reich werden ist simpel, aber nicht einfach. Darüber wollen wir heute sprechen, und wir wollen auch darüber sprechen, was hat er denn gemacht, damit er finanziell frei wurde, und was tut er, damit seine Klienten finanziell frei werden, und was hat das mit Unternehmertum zu tun? Also jetzt habe ich einige Stichworte gesagt, das bereitet den Boden für eine wunderbare Sendung. Sven, meine erste Frage ist in der Tat, ich habe deine Mission durchgelesen und das Abschluss steht eben da, reich werden ist simpel, aber nicht einfach. Konkret, was heißt das? Naja, wenn ich noch mal ganz kurz ein bisschen auf das Intro eingehen darf, was du gerade gebracht hast, also vielen Dank für diese großen Lorbeeren, die du da vor mir ausgebreitet hast, und diesen roten Teppich. Lass mich mal so anfangen, das Thema reich werden ist simpel, aber nicht einfach, hat natürlich erstmal ganz viel damit zu tun, was steht eigentlich in meinem Kopf und wie gehe ich an so ein Thema ran. Reich werden hat ja für ganz viele Menschen so eine negative Attitüde, ja. Reich, das ist der Blick von unten nach oben, das ist der Blick auf die Menschen, die viel Geld haben. Die Grundfrage, die man sich immer stellen muss, Christian, ist ja, warum? Warum spielt Geld in meinem Leben eine besondere Rolle, oder warum darf Geld in meinem Leben eine besondere Rolle spielen? Und das in der Regel im Kontext zu meinem eigenen Unternehmen. Und das ist ja mein Thema. Unternehmertum und finanzieller Erfolg gehört zusammen. Und doch ist es irgendwie gefühlt bei ganz, ganz vielen Menschen, die sich als Unternehmer auf den Weg machen, eben leider nicht so. Dafür können die meisten allerdings auch nichts. Nur oftmals ist eine gewisse Sehnsucht bei dem einen oder anderen durchaus vorhanden, einen Weg zu finden, wie man trotzdem zu finanziellem Erfolg kommt, dass das Unternehmertum eben nicht irgendwie so eine Dauerschleife ist, genauso wie früher vielleicht ein Angestelltenjob, sondern wie kann ich mein Unternehmen, ich sage das immer, zur Quelle der persönlichen Vermögensentwicklung und Planung machen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns Ziele setzen. Darüber reden wir gleich weiter. Jetzt ein bisschen mehr persönlich zu dir. Also du hast eine Vermögensverwaltung und du hast eine Mastermind für Unternehmer. Also das sind so, scheinen deine zwei Haupttools zu sein, sozusagen, wie du das bewerkstelligst, dass du den Unternehmern aus dem Unternehmerhamsterrad, wo sie einen Haufen arbeiten und vielleicht auch einen gewissen Status haben, aber eben dann doch nicht diese finanzielle Freiheit, wie du das hinkriegst. Ja, meine erste Frage an dich: Was hast du in deinem Leben gemacht, um diese Kompetenz aufzubauen? Und es muss einen Grund geben, warum du heute selbstständig bist und nicht weiter angestellt geblieben bist. Da muss ein Freiheitsdrang da sein. Wie ging das? Wie bist du der geworden, der du heute bist? Oh, das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich hoffe, wir haben die Zeit dafür. Also du darfst anfangen sozusagen mit mehr als 3 Jahren, ja, würde ich sagen. Ja, absolut, absolut. Lass mich mal so sagen, das Thema Geld spielte in meinem Leben immer schon irgendwie eine Rolle. Allerdings eher aus einer Motivation heraus, die gesellschaftlich geprägt war. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Meine Eltern sind ganz normale Menschen gewesen. Ja? Also meine Mama war Schulsekretärin, mein Papa hat auf dem Bau gearbeitet. Ich hatte in meiner Kindheit nicht wirklich was auszustehen, finanziell gesehen. Es gab in der DDR aber eben halt keinen Luxus. Ne? Also so Geld war halt etwas, das gehörte der Gemeinschaft. Und es gab kaum Privateigentum. Und wenn du halt mehr wolltest, als vielleicht der Durchschnitt irgendwie möglich gemacht hat, dann musstest du halt irgendwie einfallsreich sein. Und ich kann mich erinnern, als ich 12 Jahre alt war, da gab es damals so diese Kassettenrekorder. Ja? Also die Jugend von heute weiß ja kaum noch, was eine Kassette ist. Also ich bin noch aufgewachsen mit Kassettenrekordern und ich fand das Ding cool. Und ich habe damals einen Film gesehen, der hieß Beat Street. Es war ein amerikanischer Film, da ging es um junge Hip-Hopper, die in New York halt irgendwie Breakdance gemacht haben, und die hatten also Ghetto Blaster. Ja? Also diese Dinger, die du auf deiner Schulter da durch die Gegend balanciert hast und Musik gehört hast. Und ich fand das so cool, ich wollte so ein Ding haben. Ja, und meine Eltern haben damals gesagt, kannst vergessen.
vergessen. Ja, kriegen wir gar nicht hin. Also erstens gab es diese Art von Kassettenrekordern bei uns nicht und zweitens so ein Monokassettenrekorder, ja, Medien DDR, war trotzdem so teuer wie das, was mein Papa in einem Monat an Nettogehalt bekommen hat. Mhm. Damals sagte meine Mutter zu mir, Sven, wenn du Dinge haben willst, die wir uns familiär nicht leisten können, dann musst du halt einen Weg finden, wie du dir Geld verdienst nebendran. Und so habe ich eigentlich angefangen, nebenher Post auszutragen. Später war ich dann Barkeeper. Ich habe Kegel aufgestellt. Ich habe also alle möglichen Nebenjobs gemacht, um Geld zu verdienen. Später bin ich dann, nachdem ich dann gemerkt habe, okay, Geld verdienen ist cool, funktioniert auch irgendwie, bin ich dann zu einer Bank gegangen, habe dort eine Ausbildung gemacht, weil ich einfach wissen wollte, was kann ich jetzt mit dem Geld, was ich verdient habe über die ganzen Jahre, machen, um es zu mehren. Ja, so. Und bin dann halt in der Bank gelandet, um die ganze Geschichte ein bisschen kurz zu halten. Ich bin dann mit einer sehr steilen Karriere durch die Bank durchmarschiert, habe dann 23 Jahre über die Dresdner Bank, Allianz, Commerzbank und dann auch eine Führungsposition inne gehabt, eine Vertriebsverantwortung für 200 Millionen Ergebnis und bin dann tatsächlich in eine Richtung gerutscht, die ich selber gar nicht wahrgenommen habe. Meine Schwester kam dann 2015 zu mir und die schenkte mir ein Buch von John Strzelecki, kennst du mit Sicherheit auch, Das Café am Rande der Welt. Mhm. Und ich habe das Buch gelesen und muss ehrlich sagen, ich habe dann das Gefühl gehabt, der Typ hat von mir geschrieben, so von meinem Leben. Ja. Ich war mental runter, ich war nicht glücklich in dem, was ich tat. Ich hatte in dem Job nichts auszustehen. Also ich war sehr erfolgreich, sechsstelliges Gehalt, ordentlich, ja, mit Bonus und allem, was dazugehört. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Und das erinnerte mich dann irgendwann mal an einen Moment in meiner frühen Bankkarriere, als mich ein Kollege fragte, hey Sven, wenn du mal nicht mehr in der Bank arbeiten würdest, was würdest du denn dann tun? Und da war damals meine Antwort so gestochen scharf und schnell, dann würde ich etwas Eigenes tun. Und jetzt vielleicht mal den Bogen zu spannen zu all denen, die vielleicht momentan auch angestellt sind. Interessanterweise war das für mich so eine Sehnsucht, so eine innere Sehnsucht, die ich immer in mir drin hatte, mir nie erklären konnte, was mich da treibt. Mhm. Aber als ich dann meine eigenen Firmen gegründet habe, habe ich festgestellt, die Sehnsucht ist verschwunden. Und eigentlich hätte ich schon 20 Jahre früher anfangen können, mir was Eigenes aufzubauen. Aber meine Komfortzone war zu groß. Ja, du warst ja im goldenen Käfig. Ne? Du hast bestimmt einen Dienst und hattest einen gewissen Status, ne? Und hat man auch Angst, sich zu blamieren, falls es nicht so gut läuft und so weiter und so fort. Das war nicht so die Frage. Bei mir war es echt der finanzielle Käfig. Ja, also ich habe ein super Gehalt gehabt. Ich hatte nichts auszustehen. Wie gesagt, ich war immer gut in dem, was ich gemacht habe. Ja. Aber irgendwann stellte ich dann fest, weißt du, wenn dein ganzes Leben eigentlich darin besteht, dass du Menschen führst, die andere beraten sollen zum Thema Finanzen, was seit 2007, 2008, dass wir die größte Finanzmarktkrise der Welt damals hatten, in eine Richtung gekippt ist, die mit finanzieller Entwicklung für Menschen gar nichts mehr zu tun hatte. Weißt du, früher haben Menschen Anlageberatung bekommen. Nach der Finanzmarktkrise, wo ganz viele Menschen Anlageberatung eigentlich gar nicht mehr nehmen wollten oder hören wollten, weil sie dem Markt nicht mehr vertraut haben, weil sie vielleicht auch viel Geld verloren haben oder sie kannten Menschen, die viel Geld verloren haben, haben Banken den Shift gemacht hin zur Konsumentenkreditberatung. Und da war dann bei mir irgendwann schon so der Moment erreicht, wo ich gesagt habe, kann das wirklich sein? Kann das sein, dass Banken dazu da sind, Menschen in die Überschuldung zu beraten? Weil wenn du heute statt einer monatlichen Sparrate für irgendein Investmentprodukt lieber eine Rate für einen Konsumentenkredit einkaufst, wie nah bist du dann an Vermögensbildung und Vermögensentwicklung dran? Also das heißt, du hast dich selbstständig gemacht aus einem inneren Drang, sagen wir mal, frei zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und natürlich auch die Sinnfrage, weil du einfach gesagt hast, hey, also dass ich jetzt Leuten helfe, selber sozusagen das Geld für sich arbeiten zu lassen, damit kann ich mich identifizieren, aber dass die auch noch, das widerspricht ja sozusagen deinen Werten, dass du denen helfen musst, quasi noch mehr Schulden aufzunehmen, weil du möchtest ja das Gegenteil bei den Menschen bewirken. Kann man die das so sagen? Deswegen hast du dich auch selbst. Die Sinnfrage kam zuerst. Sinnfrage kam zuerst, okay. Mich von der Bank zu verabschieden, war eine Frage meines moralischen Kompass. Okay. Ja, ich hab die Bank verlassen, weil das, was ich dann dort zu leisten hatte, war für mich nicht mehr erträglich. Es hat mit meinen Werten nicht mehr resoniert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich die Bank 2015 verlassen habe, auch nicht gewusst, was mache ich dann? Also der Schmerz weiterzumachen war so viel größer, als eine Idee zu haben, was mache ich dann? Ja? Okay. Dass ich mich nachher auf meine Kernkompetenzen besonnen habe, nämlich ich bin ein Investmentprofi, ich mache das seit über 20 Jahren, ich habe da hohe Kompetenzen. Das war dann ein halbes Jahr später die folgerichtige Entscheidung für mich.
Aber ich musste raus aus diesem System, was Menschen finanziell übervorteilt, und wollte nachher etwas bauen, was wieder dazu führt, dass Menschen Vermögen entwickeln, Vermögen aufbauen, weil das für mich immer etwas war, wofür ich angetreten bin in der Bank. Und unsere Mission ist ja sozusagen zu verhindern, also ich sage jetzt mal, die meisten, die sich selbstständig machen, die werden entweder nicht wohlhabend oder sie sind nicht erfüllt oder sogar beides nicht erfüllt und nicht wohlhabend. Na, Interessant. unser Weg ist ja sozusagen, wir machen Angestellte oder Selbstständige, die eben da nicht zufrieden sind, wo sie jetzt stehen, ja, zu erfüllten Coaching-Millionären. Würdest du sagen, du bist heute ein erfüllter Coaching-Millionär? Oder Investment-Immobilien oder generell ein Unternehmer, der erfüllt ist? Also grundsätzlich bin ich erfüllt. Ich liebe das, was ich tue. Ich stehe morgens mit einem Lächeln auf, freue mich auf meinen Tag, freue mich auf mein Jahr, habe viele Gespräche mit Menschen, die sagen, okay, wo ziehst du die Linie zwischen Beruf und Privat? Gibt es nicht. Ja, also ich könnte meinen Tag nicht mal in Arbeitszeit berechnen, weil ich nicht darauf schaue. Also wenn du mich danach fragst, arbeite ich heute in einem erfüllten und sinnvollen Business? Ja, absolut. Und das ist am Ende des Tages für mich auch das, was wichtig ist. Bin ich Coach? Nein, ich bin kein Coach. Ich bin eher im Mentoring-Bereich unterwegs. Das ist nochmal eine ganz andere Arbeit, weil es natürlich wichtig ist. Klar sind Coaching-Elemente in dem, was ich mit meinen Mentees tue, immer ein Fakt, ja, oder ein Faktor. Aber für mich ist natürlich ein Coach jemand, der ganz, ganz viel Arbeit sozusagen in dem Selbsterkenntnisprozess der Menschen investiert, die sie entwickeln wollen. Meine Mentees haben diese Stufe in der Regel schon hinter sich, ja, und wissen, was sie wollen. Sie wissen, wo sie hinwollen. Sie kennen ihre Kernkompetenzen, ihre Stärken. Aber sie brauchen im Zweifel einen Menschen, der sie an die Hand nimmt für die Konstruktion eines finanziell erfolgreichen Unternehmens. Ob das jetzt ein Mentoring ist oder ob das ein Dachdecker ist, ob das, ich sag's mal, eine Apotheke ist, was auch immer, das ist völlig nebensächlich. Ja. Jetzt möchte ich, ist alles gut, jetzt möchte ich so ein bisschen tiefer reingehen. Also wir hängen ja an der, du machst ja offensichtlich einen Unternehmer, dem hilfst du, sein Unternehmen so zu steuern, so umzubauen, dass er definitiv unter anderem finanziell frei wird. Und da möchte ich einfach dich bitten, so ein bisschen darüber zu sprechen. Also eine provozierende These, die du ja aufstellst, du musst das top-down angehen und nicht bottom-up. Was heißt Absolut. das? Was heißt das? Ganz viele Menschen, die sich aus dem Angestelltenverhältnis selbstständig machen. Und ich glaube, das ist die größte oder zumindest der größte Teil aller, die mal ein Unternehmen gründen, die waren vorher mal angestellt. Die kennen aus ihren Unternehmen zwei Elemente. Das erste ist, es gab immer jemanden, der denen gesagt hat, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Das war halt immer jemand da. Früher waren es die Eltern, irgendwann war es der Lehrmeister, dann war es der Chef. Und die Menschen haben erlebt, dass Unternehmen sich in der Regel Bottom-up-Ziele setzen. Das heißt, das Unternehmen hat im Jahr 2020 meinetwegen eine halbe Million Jahresumsatz gemacht, eine Million Jahresumsatz gemacht. Und jetzt sagt das Unternehmen, nächstes Jahr wollen wir 20% mehr machen. Und also 1,2 Millionen machen. Das ist eine Bottom-up-Zielsetzung. Basierend auf dem, was ich schon mal gemacht habe, ein höheres Ziel erreichen. Das funktioniert natürlich, ich sage es mal, in großen Konzernen, weil die eine gewisse Marktdurchdringung haben, grundsätzlich meistens. Wenn du aber heute Unternehmer bist und du bist nicht der Marktdominatrix schlechthin, ja, sondern du bist im Prinzip jemand, der im Wettbewerb steht mit ganz vielen anderen, aber du hast eigene finanzielle Ziele, ja, und du bist halt keine Aktiengesellschaft, dann darfst du dir mal die Frage stellen, wo sollten meine Zielerreichung oder meine finanzielle Zielrichtung mal hingehen? Jetzt mache ich dir ein Beispiel. Wenn finanzielle Freiheit ein Ziel ist für jemanden, und das ist das, was meine Kunden haben in der Regel, das heißt finanzielle Freiheit für die, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen, aus dessen Erträgen ich mal meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, weil niemand anders wird das für mich regeln. Ich brauche ein entsprechendes Vermögen, was mir meine finanziellen Einkommensmöglichkeiten, also mal im Alter oder wenn ich mal so weit bin, dass ich nicht mehr arbeiten möchte, finanziert. Also muss ich wissen, wie groß muss denn das Einkommen jeden Monat sein, was ich aus meinem Vermögen haben möchte. Beispiel, wenn ich 10.000 Euro monatlich netto haben will aus meinem Vermögen und ich unterstelle mal, wir hätten eine 5% Rendite vor Steuern, brauche ich ungefähr ein bisschen mehr als 3 Millionen Euro. So. Das heißt, wenn ich weiß, ich bräuchte künftig, wenn ich mal nicht mehr abhängig sein will von dem Einkommen aus meinem Unternehmen, sondern ich will mein Vermögen dafür hernehmen. Und ich brauche die 3 Millionen, muss ich mir heute die Frage stellen, wie komme ich denn dahin?
Weil jetzt darf ich mir ja noch einen Zeitraum setzen, ne? In Abhängigkeit meines Lebensalters. Wenn ich heute 40 bin, kann ich sagen, okay, in 15 Jahren oder 20 Jahren darf das soweit sein. Wenn ich heute 50 bin, weiß ich nicht, ob das dann noch 15 Jahre Zeit hat, ne? Oder 20 Jahre Zeit hat. Also auch das Lebensalter spielt eine Rolle. Was für einen Termin setze ich mir dafür? Und Mir jetzt war weiß das. ich, Mann, jetzt weiß ich, jetzt habe ich die 10.000 Euro, will ich haben, dafür brauche ich 3 Millionen. Wo stehe ich heute? Habe ich 100.000, habe ich 500.000 Euro Basisvermögen? Und dann weiß ich über den Zeitraum, den ich mir gesetzt habe, wie viel muss mein Unternehmen jetzt mal in so einem Beispiel linear betrachtet, jedes Jahr zusätzlich an Gewinn erwirtschaften, damit ich auf diese 3 Millionen komme. Ja? Was würdest du sagen, wie lange braucht so ein durchschnittlicher Klient? Wenn du jetzt diese Top-Down-Kalkulation gemacht hast, das klingt vernünftig, ne? Also vom Ziel aus denken, das Runterbrechen und so weiter, was bedeutet es für das Business, was müssen wir ändern und so weiter. Was würdest du sagen, wie viele Jahre braucht so der durchschnittliche Klient, um dann sein Ziel letztlich zu erreichen? Was würdest du sagen? Also um ehrlich zu sein, kommt es auf zwei Komponenten an. Es kommt darauf an, wie viel Vermögen ist schon vorhanden. Ja, Weil klar. das ist ja die Basis. Ja? Weil wenn ich gar nichts habe und ich habe 15 Jahre Zeit, dann brauche ich im Schnitt so meine 11.000, 12.000 Euro pro Monat netto mehr, ja, die ich mit meinem Unternehmen erwirtschafte. Und dann ist es eine Frage dessen, wie stark ist meine Geschwindigkeit in der Umsetzung der Themen. Weil wir entwickeln natürlich in diesem Kontext unternehmerische Strategien, wir entwickeln Marketingstrategien, wir entwickeln Pricing- und Produktmodelle. Das heißt natürlich immer die Frage, wenn ich heute, nehmen wir mal in deinem Beispiel, ne, du hast Kunden, die sind im Coaching-Bereich. Wenn ich heute also einen Preis habe für ein Coaching, 4 Wochen für 3.000 Euro, dann muss ich wissen, wie viel Kapazität habe ich für Kunden, also wie viele Kunden kann ich mit 3.000 Euro im Ja. Monat bedienen? Das ist die Frage, wäre mein Coaching vielleicht aber auch 6.000 Euro wert oder 7.000 Euro wert? Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich praktisch ja theoretisch das Doppelte an monatlichen Umsatz machen bei gleichbleibender Anzahl an Coaches. Ja. Wie viel würde das jetzt bedeuten an Wachstum für mein Unternehmen? Ja, oder entwickle ich noch ein paar andere Programme? Mache ich was online? Bin ich im 1 zu 1 unterwegs? Baue ich mir ein Mastermind-Programm beispielsweise? Also, das sind all die Dinge, die regelst du ja im weitesten Ja, Sinne mit deinen genau. Kunden und ihr entwickelt da was zusammen. Und Was ich jetzt spannend finde, Sven, ist ist die sozusagen der Nuance. Ansatz, dass du erst vom Ziel, also der finanziellen Freiheit aus rechnest und dem Klienten sagst, wie viele Jahre willst du denn dafür brauchen? Sag jetzt mal flapsig. So, und dann kann man sagen, und wenn der zum Beispiel sagt, ich will, was weiß ich, in 5 Jahren das Ziel erreichen, dann kannst du sagen, okay, musst du eben jetzt schauen, dass du im Schnitt pro Monat so und so viel Gewinn machst. Was gibt es jetzt dafür für Möglichkeiten? Genau. Und wenn du das eben nicht schaffst, aus allen möglichen Gründen, okay, dann müssen wir das Ziel strecken, zum Beispiel auf 10 Jahre. Also das verstehst du unter Top-Down-Ansatz. Das habe ich so weit verstanden. Das finde ich eigentlich ein super Ansatz. Kann mir lebhaft vorstellen, dass das total sinnführend ist. Und es belegt auch meine These, da draußen weiß kaum jemand, wie man wirklich zur finanziellen Freiheit kommt. Das ist ein nachvollziehbar methodischer Ansatz, den kann man verstehen. Jetzt ist noch ein zweiter Ansatz da, den du sozusagen ja auch für deine Klienten machst. Du berätst ja sozusagen jetzt nicht nur unternehmerisch und vom Vermögen her, sondern du hilfst ihnen ja auch steuerlich Optimierungen sozusagen vorzunehmen. Offen gefragt, wie wichtig ist eine steuerliche Optimierung für einen Unternehmer, also als Unternehmer, aber auch als Privatperson, wenn man finanziell frei werden möchte? Das ist natürlich eine Suggestivfrage, gebe ich zu. Ja, die Antwort kann natürlich nur heißen, es ist absolut wichtig, denn das deutsche Unternehmenssteuerrecht ist praktisch unternehmerfreundlich. Ja, es ist grundsätzlich unternehmerfreundlich, weil es soll natürlich dem Unternehmer dabei helfen, wenn es sinnvoll angewandt und ich sage mal richtig angewandt wird, dass der Unternehmer die Risiken, die er immer einzugehen bereit ist, jeden einzelnen Tag, auch durch ein, ich sage mal, gutes steuerrechtliches Gestaltungsmöglich oder eine gute steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeit, die Gelegenheit hat, sich mit diesen Risiken auch vermögensmäßig aufzustellen. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du heute Einzelunternehmer bist, ja, und das sind ja ganz viele Freelancer, ja, wenn ich Einzelunternehmer bin, ein Coach, ein Berater, ein Experte, ja, habe ich jede Woche irgendwelche Gespräche mit Menschen, die das als Einzelunternehmer machen. Dann, wenn die erfolgreich sind, dann zahlen die bei einem guten Business 42% Einkommenssteuer mal eben direkt ans Finanzamt. Jetzt haben wir hier zwei Effekte. Erstens, ich bin Einzelunternehmer, 42% Steuern. Aber ich bin auch als Einzelunternehmer derjenige, der gegenüber seinem Klienten auftritt.
Ja, ab irgendeinem Moment, je größer, je bekannter ich werde, umso schwieriger ist es, sich dann noch als Einzelunternehmer wirklich mit einer Reputation gut zu behaupten. Das heißt also, irgendwann darf man auch mal die Frage stellen, macht das vielleicht mehr Sinn, wenn ich das in Form einer GmbH mache? Wenn ich mir also eine Gesellschaft dazu aufstelle, welche Effekte hätte das? Erstens, ich lege mein Gehalt selber fest, was ich mir von meiner GmbH zahle. So, dann kann ich schon mal den steuerlichen Ansatz in meinem Einkommen selber mitgestalten. Zweitens, meine GmbH als Unternehmen zahlt in der Regel schon mal 12% weniger Steuern, nämlich nur 30% auf die Unternehmensgewinne. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit den Unternehmensgewinnen? Und dann wäre ein weiterer steuerlicher Ansatz zum Beispiel zu sagen, dann setze ich mir noch eine Gesellschaft oben drüber, eine sogenannte Holdinggesellschaft, eine Muttergesellschaft, in die ich meine unternehmerischen Gewinne dann übertragen kann und die dort zu ganz anderen steuerlichen Optimierungen arbeiten lassen kann, solange ich das Geld in der Aufbauphase habe, solange ich dort drin Vermögen entwickle. Ich will da jetzt keine Beratungsgeschichte hier draus machen. Wichtig ist halt, dass ich mir mit meinem unternehmerischen Erfolg auch die Frage stellen darf und muss, wie kann ich mich steuerlich so aufstellen, dass ich maximal davon profitiere, dass mir steuerliche Privilegien zur Verfügung gestellt werden, in der Vermögensentwicklungsphase, in der Aufbauphase, auch in der Umsetzung meines operativen Geschäfts. Und was für einen Sinn und Zweck erfüllt nachher dieses ganze, ich sag's mal, Vermögenskonglomerat, was ich mir darüber schaffe, in der Zeit, wenn ich dann meine Erträge für mich verbrauchen möchte? Und da ist so viel an Möglichkeiten vorhanden, was viele nicht wissen, dass, wenn sie dann einmal mit dem Thema in Berührung gekommen sind, dann sagen: Oh mein Gott, ja, also jetzt möchte ich ja tatsächlich eine Veränderung, weil das unglaublich viel an finanziellen Möglichkeiten frei macht bei dem, was da ist. Ne? Jetzt mal ein paar kurze Antworten zwischendurch. Also, Bude bei de Fische, sagen die Norddeutschen. Viele gehen ja sozusagen aus diesen steuerlichen Gründen nach Dubai, viele, viele Leistungsträger sozusagen, gerade aus unserer Branche gehen ja nach Dubai, also so Mentoring, Coaching, ne? So, Online-Marketing, solche Leute gehen gerne nach Dubai oder nach Zypern. Du bist aber in Deutschland. Was ist denn sozusagen ein realistischer Zielkorridor durch so eine Steueroptimierung? Einfach mal so ganz grob. Weil nur die vergleichen das ja jetzt mit Dubai. Dubai hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein paar Prozent für Unternehmen eingeführt. Zypern weiß ich jetzt nicht genau. In Liechtenstein zahlt man übrigens auch Steuern, da wo wir wohnen. Ja. Auch wenn die Leute glauben, da zahlt man keine Steuern, zahlt man auch Steuern. Aber es ist ja unternehmerfreundlich. So, jetzt mal, das finde ich eine ganz wichtige Perspektive in Deutschland. Was ist denn so ein realistischer Zielkorridor mit so einer Steueroptimierung in Prozent? Das Ungefähr. lässt sich in Prozent schwer sagen, aber ich kann dir mal eins sagen, wenn du dein Vermögen in eine Holdinggesellschaft packst, dann kann dein Vermögen in der Holdinggesellschaft unter idealen Gesichtspunkten praktisch nahezu steuerfrei entwickelt werden. Das ist ein Steuerstundungseffekt natürlich, aber wenn ich einen hohen Zinseszinseffekt habe, ne, mach mal ein Beispiel. Wenn du Privatvermögen hast, sag mal, du hast privat 1 Million Euro und du hast in einer Holding 1 Million Euro, dann zahlst du privat auf, sag mal, 10% pro Jahr, nur damit wir es ein bisschen leicht im Rechnen haben. Wenn du im Jahr 10% Ertrag erwirtschaften würdest oder Rendite machen würdest, echt realisiert, ne, mit deinem privaten Portfolio. Du machst also 100.000 Euro Gewinn, zahlst du 26,375% Abgeltungssteuer. Echt, Also das ist ja Wahnsinn. Da haben sie dann viel sagen Wissen. wir 26.000 Euro. Jetzt hast du noch als Einzelperson 1.000 Euro sogenannte Freibeträge, aber 25.000 Euro gehen weg direkt ans Finanzamt. Von der Bank siehst du nicht. In einer Holdinggesellschaft zahlst du auf die 100.000 Euro 1,5% Steuern. So. Und während du privat also jetzt nur noch 75.000 Euro zur Wiederanlage hättest, hast du in der Holding praktisch 98.500 Euro zur Wiederanlage fällig. Wenn du das mal über viele Jahre hochrechnest, was das mit Zinseszinseffekten macht, privat fehlen dir 25.000 Euro zur Wiederanlage, in der Holding hast du sie praktisch komplett. So. Und das bedeutet, Zinseszinseffektmäßig machst du mit einer Holding natürlich ganz, ganz viel mehr an wirtschaftlichem Erfolg, als wenn du das privat hast. Übrigens, das ist jetzt ein, wie ich sage, ein kleines Geheimnis, ne? Aber es ist so, kein Mensch so richtig weiß, dass du privat, selbst als Angestellter, ne? Also wenn du jetzt irgendwie geerbt hast, ne? Du hast jetzt 1 Million Euro geerbt, oder es hat eine halbe Million, würde schon reichen. Leider nicht.
viele Menschen, die privat Vermögenswerte haben, größer eine halbe Million, sagen wir es mal, die bei einer Bank als ein Privatkunde geführt werden. Die könnten sich ganz einfach dafür entscheiden, eine Holdinggesellschaft zu gründen. Da musst du kein Unternehmer für sein. Ja? Du kannst eine vermögensverwaltende Gesellschaft als Privatperson gründen und dein Vermögen da drin arbeiten lassen. Du musst es nicht auf einem privaten Investmentdepot haben, Abgeltungssteuer in Kauf nehmen. Das kannst du auch anders lösen. Aber das wissen halt viele nicht und die Banken erzählen es dir auch nicht. Trotz der Jetzt anderen. siehst du, also das ist ja schon mal, das gibt, also du sagst eigentlich, dass es Mittel und Wege gibt, dass man nicht nach Dubai oder nach Zypern muss, wenn man Das in ist. Deutschland als Unternehmer kann man genauso etwas gestalten, was am Ende zielführend ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, gut, wir reden, das, was ich dir gerade gesagt habe, hat natürlich viel mit den Vermögenswerten zu tun, ne? Warum gehen Menschen heute nach Dubai, ne? Das ist ja im Prinzip so eine Milchmädchenrechnung. Wenn man mal ganz genau hinschaut, Dubai sagt zwar, bei uns zahlst du praktisch keine Steuern. Das stimmt. Aber Dubai ist ja auch nicht blöd, ne? Das ist ja alles staatlich finanziert dort. So, erstens sind die Lebenshaltungskosten in Dubai irre teuer. Das ist irre teuer. Also da musst du schon, da brauchst du diese Situation, dass du Steuern sparst, weil du in Dubai richtig viel für die Lebenshaltungskosten bezahlst. Das heißt also für das Haus, für die Villa oder was auch immer du da haben willst, legst du richtig Geld auf den Tisch. Punkt eins. Punkt zwei, Dubai lässt sich alles zusätzlich bezahlen. Wenn du beispielsweise einen richtig guten WLAN-Tarif haben willst, ja, also freies Internet, dann legst du im Monat zwischen 500 und 600 Euro dafür auf den Tisch. Ja, also hör auf, dir diese Geschichten anzuhören, wie ey, super, alles freies WLAN. Nee, das kostet richtig Geld. Die Hauptverkehrsader durch Dubai durch, die Sheikh Zayed Road, ja, von der praktisch du überall hinfahren kannst, das ist eine Mautstraße. Wenn du die benutzen willst und anders kommst du nicht von A nach B, ja, also du kommst nicht von Jumeirah Beach, Downtown, ohne diese Straße zu befahren. Das kostet, wenn du da lebst, richtig Geld, ja? Jeden Monat. Vergiss, wenn die dir alle erzählen, ja, der Sprit ist dafür umso günstiger. Ja, aber dafür hast du auch brutal Rush-Hour. Ja? Also ich will dir damit sagen, ich habe mal mit jemandem die Erhebung gemacht, die Lebenshaltungsnebenkosten in Dubai liegen ungefähr bei 38%. Eieieiei, echt jetzt? So. Das heißt, also der dir heute erzählt, in Dubai sparst du Steuern, ja, aber wenn ich sowieso 38% nur Lebenshaltungsnebenkosten habe, weil die Infrastruktur in Dubai auch Geld kostet, staatlich organisiert, für diesen ganzen Kram bezahlst du halt ungefähr 38%. So, da kann ich auch Steuern für zahlen in Deutschland, ne? Und bin in Deutschland wahrscheinlich sogar noch günstiger. Dubai punktet halt einfach nur mit Hotspot-Niveau im Sinne von. Da triffst du die ganzen coolen Typen, da sind die ganzen Online-Marketer und und. Ja, ist so. Aber weißt du, wie viele ich kenne, die schon wieder zurückgekommen sind? Ja, also das finde ich ganz spannend, was du sagst. Also es gibt ja sozusagen einem deutschen Unternehmer auch eine Perspektive und das finde ich ganz wichtig. Man hört ja so, man erkennt, also ich sage jetzt mal, die deutschen Politiker stellen sich ja nicht immer, ich sage jetzt mal, geschickt an, sozusagen, um auch unternehmenfreundlich zu sein. Aber du sagst, ein Experte erkennt, dass das Steuersystem grundsätzlich unternehmerfreundlich ist. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, in Ist Deutschland. so, ja, das Aber du deutsche sagst, dass das Steuersystem so ist ist und man unternehmerfreundlich. kann es so gestalten, dass das im Endeffekt mindestens gleich gut ist wie, sag jetzt mal, die vermeintliche Geheimwaffe Dubai. Und ja, wer will schon sein Leben lang da leben? Ganz ehrlich, also das macht vielleicht ein bisschen eine Weile lang Spaß, aber also ich könnte mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte auch keine Lust, ehrlich gesagt, in Zypern zu leben. Ich meine jetzt zwischen der Türkei, Griechenland und Syrien ist jetzt auch nicht gerade der sicherste Platz der Welt, sage ich jetzt mal flapsig. Also von daher finde ich das gut, dass du da eine Perspektive dem deutschen Unternehmer gibst. Eine Anschlussfrage, das ist ja sehr, sehr wichtig. Denkst du denn, dass Selbstständige und Unternehmer von der deutschen Politik gut unterstützt sind, neutral unterstützt sind oder eher so ein bisschen behindert werden? Was ist da deine Meinung dazu? Das ist eine super spannende Frage. Also, ich versuche mich hier mal ein bisschen durchzumanövrieren. Ich habe eine klare Meinung natürlich zu unserer deutschen Politik und die ist nicht gerade positiv, wenn es darum geht, wie Unternehmertum unterstützt wird. Wir haben seit dem Herrn Habeck sozusagen, aber auch vorher schon, dass die Besetzung des Wirtschaftsministeriums war eine Katastrophe. Alleine schon unter Altmaier wurden im Wirtschaftsministerium jedes Jahr 14 Millionen Euro nur für Fremdberatungsleistungen ausgegeben. Das muss man sich mal reinziehen. Also, ich sitze auf einem Posten, der das Kernstück des deutschen
der deutschen Wirtschaft, ich sage es mal, verantwortet. Das Wirtschaftsministerium, und ich zahle jedes Jahr 14 bis 15 Millionen Euro für Fremdberatungskosten, damit mir jemand erklärt, wie ich mein Wirtschaftsressort leite. Das ist ja schon mal Oi, krank. das ist Ja, jetzt, das ist sicherlich schlecht. Aber lass uns zum Kern kommen. mach Was gerne, denkst pass auf. du, oder weil mein Punkt ist, oder? Wir haben ja beide sozusagen, unsere Mission ist ja, Selbstständige und Unternehmer zu einem bestimmten Punkt zu führen. Und da möchte ich einfach deine Meinung wissen. Findest du, dass die grundsätzlich eher eine schwierige Situation vorfinden in Deutschland? Das möchte ich einfach kurz diskutieren. Also prinzipiell ist Deutschland ein sehr bürokratisches Land, wenn es um Unternehmertum geht. Ja, also das Thema Eröffnen eines Unternehmens, ja, bis du ein Bankkonto hast, wenn du heute als Unternehmer in die Bank gehst und sagst, du willst eine firmeneigene Kreditkarte haben, das ist total schwierig. Aber es ist schon seit Jahren. Ja. Andererseits, wenn du ein gutes Businessmodell hast und ein gutes Geschäftsmodell hast, dann ist sowohl Deutschland, die Länderpolitik, als natürlich aber eben auch die EU mit einer unendlichen Vielzahl von Business-Förderprogrammen unterwegs, die dir einen finanziellen Start, eine finanzielle Starthilfe geben können oder eben die dein Wachstum mit Finanzierungsprogrammen unterstützen können. Dafür brauchst du aber eben ein solides Modell, jemanden, der mit dir mal über dieses Modell geguckt hat und der es mit dir im besten Fall entwickelt hat. Weil das Beantragungsprozedere nachher auch nicht ganz so einfach ist. Da brauchst du Fördermittelberater, jemanden, der dir da sozusagen durch den Dschungel hilft. Aber vorher so ein Businesskonzept aufzubauen, dass es auch finanziell tragfähig ist und durch Förderprogramme auch unterstützt werden kann. Wenn man das einmal sauber aufgesetzt hat, dann kannst du dir relativ schnell auch unkompliziert Kapital von Förderinstituten holen. Es liegen Milliarden von Euro Förderprogramme da draußen rum, wo du in ganz vielen Ländern dieser Welt so eine Art von Förderung für Unternehmertum nicht hast. Ja, egal ob du selbstständig bist oder ob du eine Kapitalgesellschaft hast, das spielt erstmal gar keine Rolle. Das heißt also, ja, wir haben eine hohe Bürokratiehürde. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch unglaublich viel an Wirtschaftshilfen, die nicht Corona geprägt sind, sondern die was damit zu tun haben, dass dass die Wirtschaft in Deutschland gefördert werden darf und soll. Also Basis, wir sind ein wirtschaftsfreundliches Land, müssen aber eben halt damit leben, dass wir wahnsinnig viele bürokratische Hürden nehmen müssen. Und dazu brauchst du halt auch den einen oder anderen Partner, der dann spezialisiert ist, um den Unternehmer durch diese Hürden zu führen. Ja. Also was ich bei dir raushöre, ist eigentlich, du sagst, der deutsche Unternehmer, der muss nicht weggehen. Man kann in Deutschland viel mehr gestalten, als die meisten wissen und glauben. Absolut. Das finde ich schon mal spannend. Das ist ja eine ganz wichtige Aussage. Jetzt setzen wir eben noch einen drauf. Es gibt ja viele, die jetzt sagen, ja, Krise und Pipapum. Was würdest du denn sagen? Wenn wir jetzt einen Angestellten haben, ne, der hat einen, so wie du früher oder ich früher, gut bezahlter Job, man hat gewisse Lebenskosten, da ist vielleicht ein Haus, da ist eine Familie und pipapum. So, aber jetzt seit Jahren schon ist dieser Impuls da, entweder mit was auch immer, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen oder zu kaufen oder whatever. Jetzt, 2023, Stand jetzt. Was rätst du dieser Person? Sagst du um Himmels Willen, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, mach das 2025? Oder sagst du, was weiß ich, ne, es gibt keinen guten Zeitpunkt, du musst das jetzt machen, die Chancen sind riesig. Was ist so deine Meinung? Was rätst du dieser Person? Die Frage würde jetzt mal suggerieren, es gibt gute oder schlechte Zeitpunkte. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, also will ich meiner Passion folgen? Habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem eigenen Dienst mehr für andere tun kann, wenn ich das in Form meines eigenen Unternehmens mache? Und wenn du das Gefühl hast, du bist für etwas gemacht, was nicht mehr mit Angestellten-Dasein zu tun hat, dass du eine eigene Firma gründen kannst, dass du Coach, Berater, Experte sein kannst, dass du deine eigene digitale Unternehmensstrategie bauen kannst, dass du ein Softwareentwickler bist, der viel intelligenter ist oder viel zu intelligent ist, um das für andere zu machen, sondern der tolle eigene Ideen hat. Wenn du in Bezug auf Social Media, Digitalisierung tolle Ideen und Konzepte hast und die selber umsetzen kannst, mach es, ja, jetzt, ja. Wenn du vielleicht im Handwerk unterwegs bist und du hättest heute eine Chance, ein Unternehmen zu kaufen und das ist genau dein Ding, mach es jetzt. Es gibt keinen richtig oder falschen Zeitpunkt. Es gibt nur das richtige oder falsche Motiv, um ein Unternehmen zu gründen oder um selbstständig zu werden. Und deswegen kann ich dir eins sagen, all die Menschen, die Selbstständigkeit als
die letzte Ausfahrt vom Arbeitsamt betrachten. Ja, die Selbstständigkeit als eine Flucht betrachten. Raus aus dem Hamsterrad 1, rein ins neue Hamsterrad. Die sollten es bitte bleiben lassen. Aber wenn du für das Ding brennst, wenn du sagst, Unternehmertum ist genau mein Ding, dann spielt die Branche keine Rolle, dann spielt deine Kompetenz zum jetzigen Zeitpunkt nur eine untergeordnete Rolle, dann wird die innere Leidenschaft, die du mitbringst, alles andere begünstigen. Aber wenn es nur irgendwie ein Vehikel ist, damit du ein bisschen Freiheitsduft schnupperst, lass es bleiben. Ja, also wenn, dann ganz und richtig, und den richtigen Zeitpunkt gibt's nicht. Also prüfe, wer sozusagen glücklich wird, und wenn du auf das kommst, dann musst du das jetzt machen. Also vielen Dank für die klare Aussage. Ich sehe das genauso. Also wir haben jetzt gerade so ein Strategie-Upgrade und sozusagen unseren Interessenten gegeben, und ich habe genau eine Folie zum Thema Krise gemacht und alles, und das war's aber dann, weil die Chancen sind so groß. Also ich bin auch davon überzeugt, wenn man sich selber schaut und einfach richtig vorgeht, dann spielen die Umstände überhaupt keine Rolle. Übrigens, also, wenn ich es mal kurz einflechten darf, es gibt ganz ohne Scheiß, also ich mag diese ganzen Krisengurus nicht. Das sind genauso wie die Typen, die permanent eine Krise herbeireden, oder diese Crash-Propheten im Investment. Ja? Das ist alles Bullshit. Ja? Wir leben immer in einer sinuskurvenförmigen Entwicklung der Märkte. Aber am Ende des Tages spielt doch eine Rolle, mit welcher Überzeugung starte ich etwas, was mein Baby ist. Das ist egal, ob ich jetzt in eine Krise reinrutsche und da mein Business aufbaue, da sind die Chancen vielleicht ein bisschen größer, weil viele sich verabschieden, die sich vielleicht vorher übernommen haben. Ja? Wenn ich in einem hohen Marktniveau einsteige, dann habe ich trotzdem die Chancen, weil Menschen bereit sind, Geld auszugeben. Ja. Ja? Also am Ende des Tages sind die Chancen immer da. Ja? Sehr gut. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, wenn deine eigene Überzeugung groß genug ist, dass du gut genug dafür bist, ein Business aufzubauen, dann mach es und such dir lieber noch jemanden wie dich beispielsweise, oder nimm dir einen Mentor, ja, der dir dabei helfen kann, ein paar richtige Schritte zu gehen, ja, und vielleicht auch ein paar Dinge auszuklammern oder dir aus dem Weg zu räumen, weil die es schon wissen, wie es geht, ne? Weil die den Weg schon kennen und du nicht so vor dich hin stolperst. Da gibt es genügend Menschen, die dir helfen. Das ist natürlich ganz wesentlich. Ich habe mal von Bodo Schäfer übrigens gehört, der hat gesagt, jeder, der es zu viel gebracht hat im Leben, der hat einen Mentor. Ach, und gut. Das war Thema Nummer eins. Das ist einfach so. Und das kann ich nur unterschreiben. Solange ich kleinkariert war, habe ich nur kleine Fortschritte gemacht. Als ich größer gedacht habe, ne, und mir einen Mentor genommen habe, ging es viel schneller. Das ist einfach definitiv so. Der hat gesagt, das ist Thema Nummer eins. Punkt. Thema Nummer zwei hat er gesagt, wenn du einen Mentor nimmst, guck nicht kritisch, welche Schwächen der hat, sondern nimm den wegen seinen Stärken und sei dankbar dafür. Die können für dich Gold wert sein. Ja, also da geht es so darum, sozusagen bei jedem Mentor ragt ja ein bisschen etwas heraus. Ne? Das bei dir ragen bestimmte andere Aspekte wahrscheinlich heraus jetzt als bei mir. Ne? Und deswegen ziehst du ein bisschen andere Menschen an als ich. Und das ist völlig in Ordnung. Ja? Genau, das kann ich nur unterstreichen. Mentor, das ist etwas, was wesentlich abkürzt. Jetzt möchte ich da einen kleinen Themawechsel machen, wieder so zurück zum Thema Investment. Das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet. Da interessiert mich, was bist denn du persönlich, natürlich in deiner Vermögensverwaltung, ne, da wirst du strukturiert mit deinen Kunden arbeiten, aber jetzt persönlich, Sven Lorenz, was bist denn du für ein Investment-Typ? Bist du so der Warren Buffett, ja, der dann kauft, wenn sozusagen Anfang Corona-Krise, ne, wenn man Bitcoin auf 7.000 kauft und steigst dann bei 60.000 aus, also bist du eher so der Warren Buffett-Typ, oder bist du so der langfristige Investor, der sagt, es gibt keinen guten Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkt, sondern ich investiere einfach kontinuierlich in bestimmte Dinge, oder bist du gar der Spekulant, ja, der einfach sozusagen tradet. Was bist du für ein Investment-Typ? Also ich bin grundsätzlich der Value-Investor. Ja? Also praktisch kannst du das mit Warren Buffett vergleichen. Der macht es am Ende des Tages auch nicht anders. Und das heißt, ich selbst mache das nicht mehr. Ja? Also ich berate auch keine Mandanten mehr. Dafür habe ich meine Kollegen, die das machen. Aber prinzipiell, ich als Investor bin langfristig orientiert und value-based. Das heißt, wir schauen uns Unternehmen an, die in den letzten Jahren, ja, und zwar über 10 oder mehr Jahre,
eine tolle Arbeit geleistet haben, die eine tolle Performance abgeliefert haben und die aus unserer Einschätzung nach wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 15 Jahren eine tolle Entwicklung machen werden. Basierend auf ganz vielen verschiedenen Bewertungskriterien. Ja. Im Investmentbereich sagt man, das sind einerseits Fundamentaldaten. Ja. Also, ich sag mal, Cashquote, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was für ein Management haben die, was machen die für Gewinne, was machen die für Umsätze, Wachstumskennziffern etc. Da gibt es ganz, ganz viele fundamentale Zahlen, die man sich da anschaut, die uns dazu führen zu schauen, was wäre aus unserer Sicht heute beispielsweise der faire Wert des Unternehmens. Ja, also Fair Value heißt das und das ist der innere Wert des Unternehmens, wenn du so willst, ja, Substanzwert. Wenn der heute bei 100 Euro pro Aktie wäre, heißt das, das Unternehmen ist fair bewertet. Und dann kaufen wir das Unternehmen aber, wenn es einen Kurs von 70 hätte. Also wir nehmen dann Abschlag von 30%, sagen ja, wenn der Kurswert 70 ist, dann ist das Unternehmen für uns unterbewertet, dann würden wir es kaufen, weil es wird immer zu seinem fairen Wert zurückfinden. Und dann habe ich schon mal 30%, die das Unternehmen gemacht hat. Über welchen Zeitraum das jetzt eine Rolle spielt, ist für mich dann als Investor egal. Das heißt also, langfristig orientiert, value-based, das ist unser oder mein Investmentansatz für mich privat, ja, aber auch für unsere Mandanten. Und da gibt es für mich also auch keine, ich sag's mal, keine Schwierigkeit zwischen meiner Investmentstrategie und der meiner Mandanten. Ich lebe das, was wir für unsere Mandanten sowieso machen, auch für mich privat. Du hast gerade mal sowas angesprochen wie Bitcoin und Co. Würde Warren Buffett zum Beispiel nicht anfassen. Ja? Ich spiele damit ein bisschen, aber das ist für mich privat, machen wir für unsere Mandanten aber auch nicht. Ja, wenn unsere Mandanten sagen, ich hätte gern irgendwie ein bisschen Investment in Bitcoin, kannst du machen, aber mach das bitte selber. Ja? Weil für einen unregulierten Markt übernehmen wir keine Verantwortung. Ja? Machen wir nicht. Wir machen aber auch nicht das Thema Immobilien. Ja? Ist auch nicht unser Thema. Ja? Das sind also alles Dinge, die können unsere Mandanten dann mit anderen Profis gerne managen. Wir machen ausschließlich das Thema Aktie, beziehungsweise Investmentportfolio, Strategieberatung dort, wo sie für unsere Mandanten sinnvoll ist und praktikabel. Sehr gut. Also, wir sehen, das hat Hand und Fuß. Nicht umsonst hast du ja drei Bücher oder E-Books geschrieben, der Beraterguide, der Investmentguide und da steht, nicht auf den Kopf gefallen, der Weg zur finanziellen Freiheit. Warum sollte man nicht auf den Kopf gefallen sein, wenn man finanziell frei werden sollte? Diese Frage möchte ich zuletzt noch klären. Ah, ich muss immer schmunzeln bei dem Buchtitel. Da habe ich mich damals total schwer getan, einen sinnvollen Buchtitel zu Ja, aber er finden. fällt ja auf, es ist doch positiv. Also komm, Naja, warum muss man nicht absolut, auf den Kopf absolut, gefallen sein? Was ist deine absolut. These? Mir ging das damals total gegen den Strich, dass die ganze Welt sich rund um das Thema Mindset irgendwie positioniert hat. Grundsätzlich ist es allerdings schon so, dass alles, was uns zu Entscheidungen bringt, ja, irgendwie in unserem Kopf passiert. Und in unserem Kopf gibt es aber ganz, ganz viel. Da gibt es eine Menge Datenmüll, ja, der gespickt ist durch Informationen, die wir mal irgendwo aufgeschnappt haben, Halbwahrheiten, die sich irgendwo niedergelassen haben und die es uns schwer machen, uns zu entscheiden. Dann gibt es aber auch Dinge, die in unserem Kopf Blockaden auslösen, die ganz viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Also Beispiel, wenn es bei dir zu Hause, ja, also jetzt dir klein geschrieben, ja, wenn es bei dir zu Hause zu gemüllt aussieht, ja, also wenn du ungeöffnete Briefe rumliegen hast, wenn du keine Ordnung hältst, dann beeinflusst das die, sag mal, deine gesamte Grundenergie. Und wenn solche unerledigten Dinge oder Müllfelder in deinem privaten Leben irgendwo eine Rolle spielen, dann triffst du keine klaren Entscheidungen, ja, oder triffst sie gar nicht. So, und da gibt es ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die darauf Auswirkungen haben, in welcher Qualität wir Entscheidungen treffen. Und darum geht es in diesem Buch. Weil am Ende ist es so, wenn ich mit mir aufgeräumt bin, mit meinen Blockaden, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Eifersüchteleien, mit meinem Lebensumfeld, ob das jetzt mein Herz, meine Seele ist oder vielleicht auch einfach nur mein Haus, ja, wenn all diese Dinge einmal klar sind, dann ist mein Kopf auch aufgeräumt und in der Lage, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ja, und da kommt das übrigens her, dass man gesagt hat, man nicht auf den Kopf gefallen, sprich dafür, mach erst mal deine Hausaufgaben in deinem Leben, räum mal diesen ganzen Müll weg, emotional, mental, aber eben auch grundsätzlich. Und dann kannst du Entscheidungen treffen, egal für welchen Lebensbereich übrigens, nicht nur für Finanzen, aber auch partnerschaftlich etc. Und darum geht es da. Ja, für den Zuhörer oder Zuseher waren viele spannende Dinge heute drin. Wenn die sich jetzt für Sven Lorenz interessieren, wo können sie denn mehr über dich erfahren? Na gut, Sven-Lorenz.com, die Website, da gibt es natürlich viele Hinweise zum Podcast, zum YouTube-Kanal.
Kannst du auch so suchen, wenn du meinen Namen googelst bei YouTube, findest du halt meinen YouTube-Kanal. Mein Podcast heißt Richtig Reich, Business und Finance, da findest du mich natürlich auch. Ich glaube, das sind so die gängigen Dinge, wo du was finden kannst, um dich zunächst erstmal mit solchen Themen zu beschäftigen, Business und Finance. Ja, also das wären so die Dinge. Und du kannst halt auch auf meiner Website findest du halt auch die Dinge zum Downloaden, wie diese Bücher, die du angesprochen hast. Für die, die unternehmerisch tätig sind, haben wir da gerade was hingestellt. Ein gratis Download, den schicke ich dir aber auch gerne mal so. Für all die, die sich eingeladen fühlen möchten, die 11 Vermögensfehler von Unternehmern. Das sind so Erkenntnisse, die wir aus den letzten Jahren mal zusammengetragen haben, von all den ganzen Mentees, die mit mir gegangen sind. Womit sind die denn eigentlich zu mir gekommen? Ja, also was habe ich bei denen gefunden? Was waren so Schwierigkeiten, die die mit sich rumgetragen haben? Und wie sind wir lösungsorientiert daran gegangen? Sodass du halt nicht nur weißt, was sind so 11 Fehler, sondern eben auch, wie kann ich da was dagegen tun? Das haben wir mal in so einem kleinen reportartigen PDF zusammengefasst, können sich deine Hörer gerne auch runterladen, ist gratis. Das sind mal so die Optionen, um da ein bisschen mehr Input zu bekommen. Super, dann fasse ich mal zusammen. Management Summary heute. Das war ja, wir haben einen Menschen kennengelernt, der die Kompetenz gelernt hat, finanziell frei zu werden. Das hat mit dem Kassettenrekorder begonnen. Ich nehme an, du hast immer noch einen Kassettenrekorder. Das ist ja dein Traumstück. Da hast du noch einen Kassettenrekorder, einfach so. Nein, nein, habe ich Da nicht hast du mehr. keinen Kassettenrekorder mehr. Okay. Ich bin heute tatsächlich nur noch Spotify-Listenhörer. Alles klar. Okay, gut. Aber die Story wäre cool, da das da hinten jetzt irgendwo der Kassettenrekorder ist. Also wir haben einen Menschen kennengelernt, für den nicht nur Kohle wichtig ist. Der weiß zwar, wie man sozusagen das Geld A verdient und andererseits realistisch auch, ein realistischer, bodenständiger Ansatz und dann das Geld eben effektiv, smart sozusagen für sich arbeiten lässt, um dann eben sich als Unternehmer auch zu belohnen, ne, neben Haufen Arbeit eben dann sozusagen sich auch ein komfortables Leben aufzubauen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema für Unternehmer. Ich habe heute auf jeden Fall mitgenommen, dass man das top-down angehen muss, also dass man sozusagen erst definieren sollte, was möchte ich erreichen, ne, von der finanziellen, wie ist denn finanzielle Freiheit für mich definiert und das dann runterrechnen und dann sozusagen mein Business als Einnahmequelle betrachten. Hoffentlich macht man da das, was der Berufung entspricht und wenn nicht, sollte man das ändern, sage ich jetzt mal. Dabei helfen wir ja auch und wenn es der Berufung entspricht, dann muss man einfach schauen, dass das an gesunden Gewinnen rausschaut, sodass man einfach relativ komfortabel diese Gewinne dann in finanzielle Freiheit umwandelt. Und dabei haben wir gelernt, sind auch in Deutschland die steuerlichen Möglichkeiten gegeben, um das zu optimieren. Das und vieles mehr haben wir heute gehört. Vielen Dank, Sven, für diese wertvollen Einblicke, ja, in deine Arbeit, in dein Leben. Man hat auch den Menschen Sven so ein bisschen durchgespürt. Man hat auch gesehen, dass neben dem Geld ja auch Werte oder Sinn für dich sehr wichtig ist. Und das finde ich immer ganz spannend, denn ich finde, Geld ist eine wunderbare Sache, wird ja von vielen verteufelt, aber wenn man es eben richtig versteht, dann ist das ein wunderbarer Weg zum Ziel. Also Geld ist etwas Wunderbares, um sich einfach ein schönes Leben zu gestalten, um etwas beitragen zu können. Es sind so viele positive Dinge, die man mit Geld machen kann und es ist ja auch dann ein Lohn für etwas, wo man anderen weitergeholfen hat. Vielen Dank, Sven, für das Ja. heutige Gespräch. Ja, möchte mich da sehr bei dir bedanken. Danke, ich hoffe, der hat Spaß gemacht. Absolut, absolut. Sobald wir nur einem einzigen helfen konnten, mal eine andere Perspektive einzunehmen, hat sich das für mich schon gelohnt. Insofern würde ich mich riesig freuen, wenn dir der ein oder andere vielleicht nachher gerne mal ein Feedback schickt, ob hier aus diesem Gespräch, was wir beide gemacht haben, da vielleicht auch ein paar wertvolle Erkenntnisse rausgekommen sind, die helfen. Ja, da fordere ich dich als Zuseher oder Zuhörer gleich auf. Schreib doch unterhalb von diesem Video einen Kommentar. Was siehst du gleich? Was siehst du vielleicht anders? Was ist da deine Erfahrung darüber? Es gibt ja immer verschiedene Wege und Ansichten. Ja, und du hast heute auch mitgenommen, ganz wichtig, ja, dass du mit deiner Berufung ein gesundes Unternehmen mit gesunden Gewinnen aufbauen solltest. Sonst kannst du das mit der finanziellen Freiheit eher vergessen. Na, das ist eigentlich das Wichtigste. Deswegen werde Coaching-Millionär. Und wenn du Coach oder Berater bist, ja, dass du einfach eine normale Selbstständigkeit in eine umwandelst, die deiner Berufung entspricht und wo du aber auch ein Geschäftsmodell hast, wo du Erfüllung hast, wo du eine Chance hast, finanziell gesunde Gewinne zu machen, die dir dann später finanzielle Freiheit ermöglicht, wo du auch mehr Zeit hast und wozu führt das? Mehr Freiheit und zwar auf allen Ebenen. Also hast du sicher mitbekommen, dass weder der Sven noch ich
Ja, es mag von irgendwas abhängig zu sein, was einem nicht passt. Ja, und dieser Freiheitsdrang hat uns eben, glaube ich, darf da auch für dich sprechen, dazu gebracht, sozusagen ein Leben zu erschaffen, wo man eben nichts muss, aber alles kann. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Also, wenn du diese Philosophie gut findest, dann guck mal auf die Links unterhalb von diesem Video oder Podcast und geh den nächsten Schritt. Denn ich sage immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, es ist gut, dass du konsumierst und dich informierst. Aber wir haben heute gehört, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als heute, um die Grundlage dafür zu legen, dass dein Leben besser wird, dass deine Situation besser wird. Ja, und die Chancen sind riesengroß, war noch nie so leicht, wie heute sozusagen auch Dinge wie finanzielle Freiheit zu erreichen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.